So. Ich sag mal gar nicht zu viel vorneweg zu Pathogen. Außer es kann laut werden, wie immer. Vorsicht, Lautstärkewarnung, I guess. Allein von mir auf jeden Fall, Anni. Das ist. Das gehört hier dazu. Das ist Teil meines Brands. Genau. Das ist eine stilistische Wahl, das zu tun. Raptor Softs Horn Station. Okay. Pathogen X Early Prototype Demo 5.1. Wie er es auch automatisch gecaptured hat. Es geht mit dir ab. Das brauchen wir nicht. Ich pack mich mal. Guck ich mal hier unten hin. Und Chat, der kommt zu mir. Anscheinend gibt es auch zwei Demos davon. Aber ich glaube, ich habe die aktuelle von den beiden. Das Bingo gilt ab jetzt den ganzen Abend durch, würde ich sagen. Ich bin auch am Überlegen, ob wir das quasi pro Spiel machen oder über den ganzen Stream verteilt. Aber ich glaube, letzteres macht mehr Sinn. Und wenn ihr euch unschlüssig seid, was irgendwas bedeutet oder ob jetzt irgendwas abgehakt werden kann, fragt einfach. Ne? Ich würde fast behaupten, dass das eher ein Game, was er mit dem Controller spielt. Aber ich weiß es nicht. Okay. Stories not available. Shuffle Mode. Jesus Christ, still loud. Nice. Mission Briefing. Once again, step into the world of survival. Yep, okay, es ist Resident Evil. While playing in Shuffle Mode, the placement of items and enemy encounters and the level itself are randomly arranged. Oh, it's a randomizer. Your goal is to retrieve the vaccine from the storage room as quickly as possible, then return to the cargo elevator. Your final rank will be determined by your skills, damage taken, items gathered, and completion time. Good luck, agents. Thank you. Thank. Ja, das Spiel ist eine Hommage an Resident Evil. So speziell 3, würde ich sagen. Corona-Impfstoff, ja. Jeder einzelne Mensch, der geimpft wird, dessen Impfstoff muss so quasi beschafft werden. This place feels off. I've got a bad feeling about this. Oder so. Okay, und jetzt ist es Metal Gear Solid. I need to hurry. And find that vaccine, Colonel. I'm looking for the vaccine. Ich order walk. Why do I order walk? Why do I? What? Is this normal? Ich glaube, das ist nicht normal. Ist mein Controller angeschlossen und der macht irgendwie Unsinn? Okay. Nee. Spiel mag meinen Controller nicht. Der Auto walkt nach vorne. Versuchen wir es mal so. Kann zumindest normal gehen. Da haben wir einen Medkit. Wir versuchen vielleicht
dann auch mal einen zweiten schnellen Run, wo wir tatsächlich einen guten Rank irgendwie versuchen. Aber zuerst gucke ich mich mal um. A Delta Corp Security Guard. Looks like he bled out from severe injuries. Das hat sie auch schon mal, ne? Das passiert manchmal. Gerade bei so Indie-Games, die irgendwie von 5 Leuten entwickelt wurden, da kann man über sowas hinwegsehen. Auch dass der Walk-Cycle immer beendet wird. Pass auf, ich drücke W, lass los, schieß mit der Hand nach oben und ihr seht, dass ihr noch immer noch ein gutes Stück nach vorne geht danach. Aber das ist okay. Ja, erstmal viel Erfolg beim Basteln. The fuck? What a strange doll. Looking at me gives an odd nostalgic feeling. Irgendeine Anspielung, die ich nicht verstehe? Ah, He-Man. It is I, Purple Skeletor. Dein Stream ist kaputt. No. Why? Like a one budge seems fragile, however. Why is stream kaputt? We added the USP to inventory. That's so cool. In auto-ziel modus. This terminal is active. There's a message open on the screen. Welcome to the Delta Corp Laboratories. Please read the following instructions carefully. You can run faster by holding shift. The items with E perform evasive roll with space. It's Dark Souls. Press tab status in inventory. Follow the built-in map area order tracker and location. Main pathways have been marked blue on the map. Delete the vaccine. Though you need to find an access card first, unblocking the main door for now. Oh, okay. 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 Nenn's doch einfach Schmesident Blievel. Gruselige Puppe sollte auf dem Bingo-Schein sein. Ist es ein Eintrag? Also die Einträge, die ihr habt, sind gerandomized aus einem gigantischen Pool an einem relativ großen Pool an Einträgen. Supply Grate. Seems like it can be broken open. Habe ich einen Nahkampf? Stimmt, bekomme ich noch einen Nahkampf. Ich will die da nicht anschießen. Oh Gott, 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 it's a matter. Oh. Autsch. Bleibst du liegen? So aus. Wir leben in der Zeit der Remakes, ne? Und Remasters und whatever. Und ich bin auch der Meinung, Oldschool Resident Evil Games könnten durchaus quasi spirituelle Nachfolger gebrauchen. Wisst ihr, was für ein Game ich mir unglaublich wünschen würde, als was einen direkten Nachfolger bekommt? Ist Morrowind. Ich habe mir kürzlich nochmal so eine 7-stündige Dokumentation über Morrowind angeguckt. Und mit Dokumentation meine ich, es ist ein komplettes Playthrough quasi. Und jede Storyline, jede Quest wird erklärt, mehr oder minder. Ha! Und da ist mir aufgefallen. Nice. Mossberg 5.90. Ist mir aufgefallen, dass ich das Spielprinzip von Morrowind unglaublich vermisse. Da kommt ja immerhin die Skyrim-Mod. Ja, aber... Ja, hast auch wieder recht.
Aber ich hätte gern so ein Game von Grund auf. Hallo? Hallo? Ah. Was quasi die Idee von einem Morrowind aufnimmt und das Feeling und die Art und Weise, wie der Charakter agiert, wie das Kampfsystem agiert, wie die Welt gebaut ist. Und das einfach komplett neu. Scorrowind? Skyblivion? Ja, Skyblivion heißt es. Skyblivion ist... Genau, für Oblivion und Sky... Ich glaube, heißt sogar Skywind. Gut. That was a waste of ammunition. Aber ich weiß nicht, wie erfolgreich... Ja doch, ich kann mir vorstellen. Okay, ich weiß nicht, wie erfolgreich ein Spiel im Stil von Morrowind heute wäre. Aber wenn man sich anguckt, dass solche alten und stellenweise kaputten Games oder schwer zu handelbaren Games, sag ich mal, wie jetzt so Block of by Debris, no getting through here, true. Hier war jetzt aber auch nichts, ne? Nee, okay. Dass so alte Dungeon-Crawler-Spiele wie jetzt... oh Gott, wie heißen sie denn? Heroes of Might and Magic, die alten zum Beispiel, ne? Dass die auch quasi Spiritual Successors bekommen im Sinne von... Legend of Grimrock? Dass die Zombies immer zu weit weg von Explosionen sind. Ja, true. Du musst, glaube ich, das fast sofort sehen und sofort draufschießen. Dann hast du vielleicht eine Chance. Im Stil oder mit dem Stand? Kampfsystem und so weiter. Stil würde sehr gut laufen, denke ich. Allein mit vielen Möglichkeiten wären schon cool. Kampfsystem wäre heute sehr abschreckend. Ja, also klar, das Kampfsystem müsste prinzipiell modernisiert werden, gebe ich ja vollkommen recht. Aber schon in die Richtung gehend. Weil das Kampfsystem von Morrowind finde ich ziemlich lahm. Von Skyrim. Spiele wie Champions of Norrath. Was waren das nochmal? Ich habe den Namen garantiert schon, ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich kann es gerade gar nicht zuordnen. Das Kampfsystem von Skyrim finde ich voll gut. I don't know. Ist nicht meins. Oh Gott. Run to the... Oh Gott. That didn't work. That didn't work, did it? Komm. Jetzt ist meine fucking Munition leer. Ich raste aus. Komm. Rifle Ammo. Ich hab keine Rifle, though. Ich kann mich mal heilen. Use. Das ist Rifle Ammo, Shotgun Ammo, Gott. Lange waren dieselben Möglichkeiten wieder mal. Genau. Also die Art und Weise, wie sich die Schläge anfühlen in. Gut, ich wollte jetzt gar nicht so tief in das ganze Morrowind-Gespräch abtauchen, aber was. Guck, ich hab da Emotionen, was das anbelangt. Das finde ich bei Morrowind besser und ja, vor allem halt das Magiesystem. Der Filter ist geil. Ich habe eine Instagram-Nachricht gemacht und es gibt einen Filter, der einfach ein explodierendes VHS-Tape quasi imitiert. Und das ist, glaube ich, gerandomized, inwiefern der Effekt davon weggeglitscht
Und ja, während diesen 20 Sekunden der Nachricht hat's echt Bock gehabt, ey. Shit. Ob's das wert war? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. I'll be able to use it. It's locked. Da ist einer ausgebrochen. Shit. Okay, das Monster-Design ist noch ein bisschen... Also, es ist... Okay. Ich glaube nicht, dass das Game wirklich auf so einen direkten Horror-Vibe geht. Weil das Design der Monster und so nicht wirklich gruselig ist. Mir gefällt's. Ich finde den Grafikstil sehr interessant und sympathisch, aber es ist halt nicht gruselig. Sind das vielleicht solche... Ah, das sind wie die... Bubbleheads aus den späteren Resident Evils. Muni gespart, aber Augenbrauen geopfert. Ja, ein bisschen AP. Ich habe gemerkt, dass das Fass genau hinter der Ecke steht und ich wahrscheinlich nicht um die Ecke auf das Fass schießen kann. Ich höre da was. I don't like it. Shotgun ist schon. Also die kann schon. Habe ich 40? Ich habe 12 Shotgun-Schüsse. Das macht halt die interessante Grätsche aus Third Person Perspektive mit quasi halt First Person Style Fadenkreuz. Aber ist trotzdem angelehnt von dem Level Design her. Gut. Wie Old School Resi, ne? Hallo, hallo. Okay. Ihr spielt die Musik. Yes. Yes. Ach, guck mal hier. Oh, das Vaccine ist hier. Hier am Ende des Gangs anscheinend. Ich habe noch gar keine Karte gefunden, oder? Ja, wenn die Kamera fest wäre. Ich glaube, dafür versuchen sie ein bisschen zu actionreichen Approach. Und ich finde, solche Spiele haben auch definitiv ihren Platz. Ah, stimmt, hier brauche ich jetzt die Karte dafür. Die muss ich zuerst finden, alles klar. Es gab ja schon dieses Daymare 1998, was genauso wie das hier Game quasi ist. Nur mit... Oh, ich kann mit M die Musik an- und ausschalten, was ich vielleicht gerade eben aus Versehen gemacht habe. Okay, gut. Was ähnliches wie das hier Game, nur mit realistischerer Grafik und Puzzles, die mein Hirn zerstört haben. Ich habe die Demo gespielt. Ich glaube, ich habe für das letzte Puzzle eine Stunde, anderthalb gebraucht und dann aufgegeben. Und dass die Lösung nachgeguckt und ich habe sie immer noch nicht verstanden. Ich habe mich echt auf Daymare gefreut. Das Game sah super interessant aus. Aber nach dieser Demo hatte ich keinen Bock mehr auf das Game. Kampfsystem war in Ordnung. Ich meine, hier ist jetzt ein bisschen zu leicht wahrscheinlich. Da muss noch ein bisschen... Aber es ist noch eine Alpha-Version da, ne? Huh? I don't have time to play video games.
Sova, vielen lieben Dank für den Host. Namaste, you guys. Das macht gerade ein sehr witziges Meme, die Runde. Auf Twitter habe ich es eben gesehen. Wo wir gerade beim Thema Namaste sind. Wo ich gerade finde. Ich hätte es mir speichern sollen, ich Depp. Bin so schlecht. Auf jeden Fall war es irgendein Kind, das zu ihrer Mom gesagt hat, ich geh jetzt in den Garten und mach Namaste. Wortwörtlich. Und Namaste ist anscheinend... Warte. Das müsste hier auftauchen gleich. Shit. Da ist es. Namaste ist anscheinend, dass sie einfach mit dem Doom Marine Helm in den Garten gesetzt und meditiert. Das, meine Damen und Herren, ist ab heute Namaste. Nur, dass ihr es auch jetzt wisst. Wenn irgendeiner zu Beginn des Streams oder bei einem Raid oder sonst irgendwas fragt, was ist ein Namaste? Jetzt wisst es. Ups. Blech. Jetzt habe ich die MG gar nicht gefunden. Müsste ich eigentlich nur da vorne durch. Und ob mich dann der Tyrant verfolgt oder Mr. X oder Tyrant X, sobald ich das Vaccine habe. Das können wir gleich, das werden wir gleich sehen. Collect the vaccine, get back to the cargo elevator. Pack schon mal gleich die Shotgun aus. Yep. What the fuck? Can't shoot. Why no shoot? Reload. Los. Das ist bad. Hi. Hallo. Wiedersehen. Okay. Game ist immer noch laut. Oh, shoot. Wo muss ich lang? Oh Gott, nach... rechts. Links. Da lang, glaube ich. Guck, das ist heute Berg auf Steroids. Oh Gott. Hier, da. Gut. Hat auf jeden Fall viel gemacht. Die Explosion. Ich bin falsch, oder? Ich bin richtig. Nein. No, no, no. No punchy, please. Ich habe keine Munition mehr. Nein! Ah. Okay. Verdammt, ey. Das Spiel sagt dir halt gar nicht, wann deine Munition leer ist. Und die Viecher haben eine ganz schön große Reichweite. Aber jetzt weiß ich, wie der Hase läuft. Indeed. So. Speedrun-Mode engaged. Warum ich die Musik immer manuell anschalten muss. Guten Tag, Herr Videospiel. Ich hätte gern Musik. So, aber jetzt ist das Level ja randomized. Ich muss erst dahin.
Oh, der zeigt mir auf der Karte sogar durch die blauen Türen muss ich durch. Fürs Vaccine. Und die gelben sind unnötig quasi, glaube ich. Gut. Yep. Aber. Da. Autsch. Ist ja ungenau, deswegen hatten so Spiele wie RE 123 so ein schwerfälliges Steuerungssystem und ein schwerfälliges Zielsystem, weil so ist es alles keine Herausforderung. Ist eine perfekte Fallstudie, dieses Spiel eigentlich. Wenn Leute RE 1 spielen und sagen, Steuerung ist so und man kann gar nicht richtig zielen und treffen und ja, that's the point. Okay, hier die Zombies halten auch ein bisschen weniger aus als die in Resident Evil. Und man ist schneller und die sind langsamer. Aber, you know, same idea. Ach stimmt, ich kann ja Ausweichrollen. Ducks all around at the speed of Splard. Ich geh mal erst da lang, da ist noch Loot. Yo! Yes, yes. Yes. Thank. I would like the machine gun. Goes brrrt. Da waren eben mehr als 8 gefühlt von den Viechern. Nice. Shotgun Armor. Noch eine M4? Das ist aber nur eine. Es gibt mir dann mehr Munition wahrscheinlich, ja. Für so einen Speedrun-Modus oder so ein Randomizer-Modus ist es eigentlich recht angenehm, dass die nicht so viel aushalten. Ich glaube, für einen vollen Story-Mode, wo man halt auch eine gewisse Form von... ja, nicht richtig. Ne? Doch. Jeder hat einen M4. Sprat. In einem Story-Mode, wo man ein bisschen Spannung und Gefahr aufbauen muss. Da wären die, glaube ich, zu schwach, die da. Gut. Das war verschwendet. Aber gut. Aber genau für sowas liebe ich die Indie-Game-Szene und die Retro-Game-Szene. Die ja eh so... Die sind Bruder und Schwester. Ne? Die sind Freunde, die sind Lover. Also nicht alles, sondern entweder oder. Also, Ihr wisst, was ich meine. Ich hab noch nicht raus, ob die Explosionsfässer respawnen. Guck mal, mein Inventar ist voll. Hier ist nicht. Ich kann die stacken. Nice. Wow. Okay. Ja, jetzt habe ich viel. Damn, sauber. Aber ich habe auch etliche Games gefunden, die vom Stil her genau den anderen Aspekt von Resident Evil quasi verkörpern. Ein Game, das wir uns vielleicht auch mal demnächst angucken, wenn es ein bisschen
weiter in der Entwicklung ist. Ich kann den Namen nicht sagen, aber das war quasi einfach, hey, junge Dame ist in einem alten Herrenhaus unterwegs, muss Puzzle lösen und ab und zu tauchen halt Sombonen auf und müssen zerstört werden. Also quasi RE in weniger Action-lastig. Eigentlich RE1 einfach. Wait, habe ich die? Ah, nee, ich habe jetzt nur das. Stimmt, ich habe jetzt nur das Dings aufgehoben. Die Karte. Das triggert noch gar nicht die ganzen großen Viecher. Oder. Könnt ihr auf Steam mal gucken, ein Game mit dem unglaublich kreativen Namen, der auch gar nicht sofort alles vorne wegnimmt, worauf das Spiel quasi hinaus will. Silent Evil? Ist es Silent Evil? Nee, Quatsch, nee, Moment, Silent Doom. Und es ist in der Tat, glaube ich, einfach eine Mischung aus Silent Hill und Doom. Auf Container klettern? Ich glaube nicht, dass es irgendeine... Ach, ich weiß, du meinst nicht die, aber... Ich glaube, klettern ist hier nicht in dem Game. Guckt mal Silent Doom auf Steam. Das sah echt interessant aus, eigentlich. Oh, ich habe 7 Health Kits. Und so viele Resident Evil-Klone, wie wir haben die letzten paar Jahre, so wenig Silent Hill-Klone haben wir. Und ich finde, wenn man nur die ersten 3 Teile betrachtet, okay, dann ist Silent Hill die bessere Reihe. Sorry, ich liebe Resident Evil. Ich liebe es. Aber don't hate me for it, aber RE 1, 2 und 3 sind nicht so gute Spiele wie Silent Hill 1, 2 und 3. Und instant gecancelt. Shoot. No. Ha! Get fucked. So eine Reichweite, ey. Oh Gott. Wie viel Schaden machen die? Oh! Oh! Weißt du was? Wir riskieren mal nix. Das war Souls Feeling, yep. Deswegen heißt das Spiel ja auch Resident Dark Prepare to Undie Edition. Wir haben jetzt in der Videospielbranche eine neue Regelung, die besagt, dass wir ein Spiel nach den anderen Spielen benennen muss, die es inspiriert haben. Wie vorgelebt von Silent Doom. Oh, shoot. Hi. Good. Ich bin tot. Ich bin gar nicht mal so tot. Ich bin aber... Nee, ich muss... Hugo. Hugo. Quit living on dreams. Ich nehme jetzt einfach trotzdem nur eins. Ich habe so viele Health Kits. Fuck it, ey. Kannst du ihn killen? Ich kann ihn killen. Der fährt nur runter quasi. Scarred. Was sind das da? What? Okay. Ja, nehmen wir.
Cool, ja, Raketenwerfer. Ja, bis in Ordnung. Ja, ja, nehmen wir. Siehst du, und das fehlt in Dark Souls. Zählt das Monster als Grudge Girl? Fast. Ne. Es fehlen die schwarzen Haare. Oh. Die, bitch. I killed him. I beat the Vibjo game. Yay. Mission Sukes. Thank you for playing my game. That's all for now. Replay shuffle mode if you want to aim for a better rank. To stay tuned, to stay up to date with the development of this game, please follow us at... I mean, I liked your shit on things on Steam, I guess. Gefühl ist die M4 effektiver. Ich glaube, der letzte Kerl war ein bisschen tougher als die anderen. Guck mal, Rang A, ne? Für quasi First Try? 7 Minuten? Das war ziemlich cool. Mich würde die Story davon interessieren. Kann man auf jeden Fall im Auge behalten.